In 6 Tagen wird in Österreich gewählt. In Deutschland ist man schon einen Schritt weiter. 2 Wochen nach den Wahlen haben sich die Schwesterparteien CDU und CSU auf einen Kompromiss beim Umgang mit Flüchtlingen geeinigt. Maximal 200.000 Flüchtlinge sollen künftig pro Jahr in Deutschland aufgenommen werden. Abweisungen an der Grenze soll es aber nicht geben. Mit diesem Ergebnis geht man jetzt in Koalitionsgespräche. Allerdings, Merkels mögliche Partner halten von dem Kompromiss nicht allzu viel. Körperlich mag Horst Seehofer der Größere sein, politisch gibt bei der Union allerdings Angela Merkel den Ton an. Von Seehofers vehement geforderter Obergrenze ist in der Einigung keine Rede, die hatte Merkel abgelehnt. Das ist also jetzt gelungen zu sagen, dass der 200.000 Erste noch ein ordentliches Verfahren in Deutschland bekommt. Auch für die Marke von 200.000 Flüchtlingen pro Jahr sind Ausnahmen etwa in Kriegsfällen möglich. Seehofer gibt sich dennoch als Sieger. Wir haben jetzt vor dem Hintergrund, dass es auch in den nächsten Jahren Migrationswellen geben wird, endlich ein in sich schlüssiges Regelwerk der Migration. Mitte nächster Woche wird Merkel erste Gespräche mit ihren möglichen Koalitionspartnern, den Grünen und der FDP, führen. Und die sind sich bereits sicher, Koalitionsverhandlungen würde dieser Kompromiss kaum überstehen.